Willkommen zurück zu Pokémon. Welche Edition Schwarz Weiß ist das? Ich hatte gerade Platin im Kopf. Und dann hatte ich Hart Gold. Nee, war auch falsch. Und dann Pokémon Schwarz 2. Ja, erstmal die Pokémon Edition durchgegangen, die wir schon let's played haben. Ja, moin. Wir sind jetzt hier im Turm des Himmels oder am Turm des Himmels. Jetzt gehen wir erstmal rein. Hier müsste Professor Esche sein. Und vor allen Dingen, wir werden hier unser letztes Teammitglied fangen. Welches Mitglied oder welches Pokémon wird es sein? Das werden wir jetzt herausfinden. Auf Feuer. Wollen wir den Schutz deaktivieren, weil sonst können wir kein Pokémon fangen. Wir lassen Luke vorne, weil somit können wir mit Donnerwelle arbeiten. Und ja. Ganz oben auf der Turmspitze ist eine große Glocke. Das heißt, die hier ruhenden Seelen frohlockten, wenn man sie erklingen lasse. Interessant, dass wir einfach hier die Leute ansprechen, die gerade um ihre Pokémon oder so trauern. Hallo, und wie lief's bei Geraldine? Ach, du hast ihn auch noch gar nicht. Dann steht noch etwas Feldforschung auf deinem Programm, bis der Flieger abhebt. Ach ja, das hier könnte dir dabei helfen. Ein Glücksei, okay. Wenn du dieses Glücksei einem Pokémon gibst, bekommt es etwas mehr Erfahrungspunkte in Kämpfen. Je stärker deine Pokémon sind, desto leichter wird es dir fallen, deinen Pokédex mit Daten zu füllen. Okay. Dies ist der Turm des Himmels, wo die Seelen der Verstorbenen ihre ewige Ruhe finden. Ja. Wir hatten noch bisher kein Pokémon, was wir jetzt hier angetroffen haben. Vielleicht erst in den oberen Schossen. Stockwerke, wie auch immer. Ja, hier sieht es dann auch aus, als würde man hier Pokémon fangen können. Und zwar, natürlich werde ich auch vorlesen, welche Pokémon hier anzutreffen sind. Und einerseits ist es Lichtel, welches wir fangen wollen. Aber ich möchte gerne ein männliches Lichtel. Tut mir leid. Ich möchte ein männliches. Ja genau, ein Lichtel kommt jetzt noch ins Team. Und zwar hat Lichtel den Geisttyp, aber auch den Feuertyp. Beide haben wir noch nicht. Beide Typen. Und ja, somit ist auch klar, welche Typen zum Beispiel nicht ins Team kommen. Zum Beispiel Wasser, was ich sehr, sehr schade finde. Dafür kam ja Michelle rein. Weil Wasser war eigentlich auf jeden Fall geplant, dass ein Wassertyp hier reinkommt. Gibt es nur weibliche Lichtels? Ey, das wäre natürlich ein bisschen doof. Ich habe hier noch irgendwo Licht offen. Da. Dann schauen wir mal, wie das so verteilt ist. Weil ich habe schon einen Namen für ein Lichtel. Aber es ist ein männlicher Name. Ah, da. Wunderbar. Derweil kann ich mal kurz Turm des Himmels hier mal eingeben. Turm des Himmels. Um zu sehen, welche Pokémon hier auf uns warten. So, erstmal hier Donnerwelle. Damit das Lichtel schon mal paralysiert ist. Okay. Attacken des gegnerischen Team werden blockiert oder irgendwie so. Keine Ahnung. Wir setzen sicherheitshalber Ladestrahl ein. Das ist die schwächere Attacke. Wir wollen es ja nicht gleich besiegen. Okay, sehr schön. Was steigt? Spezialangriff. Ach, shit. Können wir jetzt nicht gebrauchen. Ja gut, wir setzen einfach mal einen Ball ein. Hoffen auf gut Glück. Komm, Superball müsste reichen. Sonst probieren wir noch einen Hyperball. Und? 1, 2, 3. Perfekt! So. Dann werden wir dem Lichtel natürlich erstmal einen Spitznamen geben. Und zwar, ich habe lange überlegt, wer das letzte Pokémon sein wird, beziehungsweise welcher Name herauskommt. Ich möchte einen Namen geben, der eigentlich schon mal im Pokémon Hard Gold Let's Play vorkam, allerdings in einer anderen Form. Und zwar möchte ich dieses Pokémon nach Finn benennen. Erstmal schöne Grüße, geht raus an Finn. Er war im letzten Let's Play Tribe
Unser Togekiss? Warum nehme ich jetzt ihn wieder als Pokémon? Ganz einfach. Er schaut das Pokémon-Let's Play halt auch aktiv, schreibt Kommentare und so weiter und so fort. Daher, warum denn nicht sozusagen? Und Normal Tribe wollte ich dann nicht, und da wir jetzt den richtigen Namen verwenden, dachte ich, passt das? Er freut sich bestimmt. Und für jeden, der vielleicht auch die Videos aktiv schaut, beziehungsweise auch viel kommentiert oder so. Ja, dann. Ich merke das sozusagen halt, wenn. Ich lese mir auch jeden Kommentar durch und versuche auch möglichst dann immer zu antworten. Und eure Namen, die behalte ich im Kopf. Das nächste Pokémon-Let's Play. Dann seid ihr dran, sozusagen. Für dieses Team ist das jetzt erstmal so durch mit den Namen. Und ja, wie gesagt, Finn ist jetzt unser sechstes Teammitglied. Noch auf einem sehr, sehr geringen Level. Ich glaube, wir haben das geringste Level erwischt. Level 27. Ja gut, er braucht erstmal kurz eine Heilung. Erstmal ein Supertrank. Und ein Paraheiler. Der ist nämlich ganz oben hier. Unser letzter Paraheiler. Ups. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, auf welchem Level Finn ist. Auf Level 27, genau. Da wird es natürlich jetzt eher auch ein bisschen trainiert. So wie Luke halt. Und ja. Dann gehen wir auch jetzt zu den Trainerkämpfen. Und dann überlegen, soll ich einen Schutz einsetzen? Nee, mache ich mal nicht, weil er kann natürlich Finn dementsprechend auch trainieren. Ist wie gesagt vom Typ Feuergeist. Interessante Typkombination. Hat halt auch einige Schwächen, aber auch einige Stärken. Hier kommt ein Sonnivora. Level 36. Natürlich muss ich jetzt Finn auswechseln. Was hat denn er überhaupt für Attacken? Funkenflug, Nachtnebel, Begrenzer und Irrlicht. Was? Das klingt nicht schlecht. Wir schauen uns gleich nochmal die Stats im Genauen an. Aber erstmal wechsle ich zu Nico. Da kriegen die anderen halt auch nochmal ein paar EP dazu. Was ja auch nicht verkehrt ist. Und ich denke mal, ich werde auch offscreen ein bisschen trainieren. Lichte. Ach du heilige Scheiße, das macht sehr, sehr wenig Schaden. Macht extrem wenig Schaden. Aber ich kann. Ah, ich versuch's mal mit René. Wir haben leider keine sehr effektive Attacke sonst. Außer halt die Unlichtattacken und Geistattacken, aber. Nee, nicht Hypnose. Nicht schon wieder bei René. War ja im letzten Part genauso. Wir versuchen es trotzdem. Er setzt bestimmt. Nee, er setzt keine Psycho-Attacke ein. Das steigt die Verteidigung. Wir wollen ja sowieso speziell angreifen. Daher mach ruhig deine einen Igler. Mach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Komm, René. Ey! Jetzt hat das doch auch geklappt, dass du schnell auf was. Ich doch einen Aufwecker oder so. Einsetzen sollen. Ah, jetzt ist René aufgewacht. Seine finstere Aura trifft und macht deutlich mehr Schaden. Wunderbar. Das Somnivora ist sogar zurückgeschreckt. Ja, sehr schön. Weil mit Nico hat das jetzt ewig gedauert. Level 35 für Nico. Und Finn kriegt auch nochmal ein paar EP dazu. So, ich will jetzt erstmal kurz nochmal die Stats generell nochmal anschauen von Finn jetzt so. Oh, einerseits hat es das Wesen Pfiffig. Das bedeutet, der Spezialangriff steigt, dafür sinkt die Verteidigung. Interessant. Gut, dass der Spezial. Ne, Moment mal. Okay. Andersrum. Spezialangriff sinkt. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Das ist sehr, sehr doof. Weil einerseits wird Lichte meistens sowieso speziell angegriffen.
Würde ich jetzt mal meinen, bei. Ja, doch, auf jeden Fall. Und dadurch, dass die Verteidigung steigt und die Spezialangriff sinkt. Gerade der Spezialangriff, womit wir angreifen. Ah, schade. So. Nachtnebel, das Ziel sieht eine Illusion. Richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders. Ehrlich, ja. Funkenflug, Stärke 70. Okay, nice. Grenzer. Hindert Gegner am Einsatz von Attacken, die der Anwender selbst auch kennt. Ah, okay. Na gut. Die Attacke kommt auf jeden Fall noch raus. Wir schauen jetzt bei den TMs noch. Ob wir irgendwas Gutes haben für Lichte. Vielleicht auch für Michelle, weil sie sich ja weiterentwickelt hat. Ist hier nicht vor Mehrzwecktasche, okay. Ja, wo sind denn hier die TMs? Da! Holen wir kurz hier nach ganz oben. So, wir haben Frustration. Kraftschub, nee, Rückkehr, Ordnung. Giftstock. Okay. Kann irgendwer eine Giftattacke erlernen? Nein, okay, schade. Wir haben auch kein Gift. Oder keine Giftattacken. Blitzanziehung, Stärke, Kiefer. Felsgrab, Fliegen, Voltwechsel. Voltwechsel, Stärke 70, Genauigkeit 100. Das wäre vielleicht was für Luke. Stimmt, für Luke wollten wir ja auch nachschauen. Oh, er kann keinen Voltwechsel, interessant. Ne, Elektroattacke, aber okay. So, Gegenstoß, Dampfwalzer, Surfer. Ich bezweifle, dass Finn Surfer kann, aber man kann es ja mal ausprobieren. Naja, Fall. Schleuder. Nichts Gutes hier bisher. Wir haben generell keine guten PMs und so. So los? Sehr unfair. Na egal. Wir machen jetzt hier weiter. Ein wildes Pokémon, wo ich mal kurz Zeit habe, zu erzählen, was es hier für Pokémon gibt. Einerseits im Erdgeschoss 1. Das ist da, wo wir gerade sind. Oh, Börde. Die Attacke haben wir noch gar nicht. Ah. Gut, da wechseln wir. In Erdgeschoss 1 kann man zu einer Häufigkeit von 100% ein Licht antreffen. Also wir hätten gar nichts anderes hier antreffen können. Dann in Erdgeschoss 2 und Erdgeschoss 3. Nee. Sorry, nicht Erdgeschoss. Etage. Mein Fehler. Sorry. In Etage 2 und 3 kann man zu 80% ein Licht antreffen. Und zu 15% ein Bigraulon und zu 5% ein Golbat. So, ich mach gleich weiter, ich brauche mal kurz eine Heilung. So, dann in Etage 4 machen wir gleich mal weiter. Moment. Im nächsten Trainerkampf oder wilden Pokémon-Kampf. Kurz Geduld bitte. Da ist doch ein Trainer, wunderbar. Dann in Etage 4 kann man zu 65% ein Lichte fangen und zu 25% ein Pygraulon. Und zu 10% ein Golbat. Und dann gibt es noch das Dach. Da kann man zu 40% ein Lichte, zu 40% ein Pygraulon und zu 20% ein Golbat fangen. So, ein Pipi. Ist zwar auf Level 35, aber ich will es mal vielleicht ausprobieren. Aus dem Grund, die Normalattacken haben keine Wirkung. Er muss irgendwie eine andere Attacke haben, um uns schaden zu wollen. Natürlich macht er Komprimator, weil er abfacken will. Fluchtwert sinkt. Oh nein, er hat Metronom. Das kann alles bedeuten. Und das war leider eine relativ starke Attacke. Na gut, der Levelunterschied ist auch so krass. Gut, dann beim nächsten Mal, wenn ein Pipi kommt, was trotzdem immer noch 8 Level drüber ist, nicht angreifen, sondern wechseln. Okay, gut. Oh, Cosmic Kraft, okay. Verteidigung und Spezialverteidigung steigt. Okay, das Pipi hat sich gut vorbereitet. Ja, war klar. Ach, Vorrat, okay. Ja,
Also man kann halt auch in jeder Etage dasselbe Pokémon fangen. Außer in Etage 1, da gibt es nur Lichte. Ist sowieso auch der Ort, wo man halt wirklich nur Lichte fangen kann. Oder wo es halt hauptsächlich um Lichte geht, das wollte ich damit sagen. Was? Ein Trainer setzt einen Hypertrank ein, okay. Aber nee, Mann. Alter, dieses Pipi. So, allerdings hätte man das Licht ja auch woanders noch fangen können, und zwar im Bizarro-Haus. Das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, das Bizarro-Haus. Hätten wir auch Molly Mauber nochmal fangen können, so gesehen. Alter, ich wechsle jetzt hier. Das nervt. Das nervt. Wen setzen wir ein? Wir setzen mal Nico ein. Scheiß PPA. Meine Verteidigung und Spezialverteidigung steigt. Das ist gerade zum Monster geworden. Dann auch der Hyperdrang, ey. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber macht trotzdem viel Schaden. Eine Heilung wäre nicht schlecht, eine komplette Heilung. Das ist genau das, was ich jetzt bräuchte eigentlich. Nicht nochmal Komprimator! So ein nerviger Gegner. Und Nico. Ein Hit hätte noch aus. Auf jeden Fall. Zwar mit 2 KP, das war sehr, sehr knapp. Eigentlich hätte ich von vorhin aus das lernen müssen, dass man vielleicht kein Risiko eingehen sollte, aber ja, ich mach's trotzdem. So, Nico ist allerdings derjenige, der es hier noch schaffen kann. Nico, ein Komprimator! Zumal der Fluchtwert steigt stark, bedeutet, Fluchtwert ist gerade auf Maximum. Wir haben nur noch 4 AP bei Psychoschock. Schau, macht denn das gerade? Kann gerade einfach nichts machen. Was wird eingesetzt? Metronom, da kann jede Attacke eingesetzt werden. Was ist das? Wahrscheinlich eine Kampfattacke, auf jeden Fall sah es so aus. Angriff sinkt, Verteidigung sinkt, ja, ist gut. Setz mal Seher ein. Das nervigste Pipi, was ich je gesehen habe. Meine AP von Psychoschock sind jetzt auf 0. Wenigstens hat letzte Attacke noch getroffen. Kann halt auch jede Attacke kommen. So, Finte mal einsetzen. Oh, trifft ein Glück. Das macht kaum Schaden, ja. Nein! Der müsste gleich kommen. Ich hoffe, das trifft. Nein. Ach, scheiße, ey. Jonas, komm du dran. Und ich wollte es mit Finn alleine trainieren. Ja, ist klar, dass es so viel Schaden macht. Komm, Jonas, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Natürlich jetzt noch ein Volltreffer, ist klar. Das Pipi nimmt mein ganzes Team hier auseinander. Michelle, jetzt bist du dran. Ich habe halt auch keine Attacke, die immer trifft. Ja, ist klar. Mann. Jetzt kommt noch Lichtschild. Na, ist mir egal. Ich greife physisch an. Ja, ja, Luke, bitte, besieg es, bitte, bitte. Nein! Und jetzt sind noch Schaden Bolzen.
Urteilskraft, was ist das für eine Attacke? Es ist auf jeden Fall extrem stark. Ich setze noch einen Hypertrank ein. Sieht nach Feuerodem oder so aus. Auf jeden Fall ist das auch wieder stark. Vom Funkensprung muss er treffen. Alter. Nein! Scheiße, ey. Metallklaue, das wird das nicht besiegen, okay. Aber ich muss wechseln, weil wegen. Ah, René, komm du jetzt nochmal nach vorne. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oder hat von René irgendeine Attacke hundertprozentig. Also, damit meine ich halt immer, egal wie. Egal wie gering die Genauigkeit ist, egal wie hoch der Fluchtplatz des Gegners ist, dass es immer trifft. Aber hat René leider nicht. Masse. Das soll mir recht sein. Obwohl, was macht Grimasse? Initiative ist sehr stark. Ja, danke. Schlimmstes Pipi ever. Ever. Du aller Mistkerl. Ich hasse dich. Ja, Leute, wie machen wir jetzt hier weiter? Da gibt's noch einen einzigen Trainer. Ich würde den gerne noch besiegen. Daher werde ich irgendein Pokémon heilen. Ich werde René heilen. Dass wir den kurz mit René besiegen. Notfalls heile ich auch nochmal kurz Luke. Und ausgehen werde ich zum Pokémon Center rennen. Nein, kein wildes Pokémon mehr! Warum? Level 30. Dann so Pech auch so ein bisschen mit. Unser Lichte. Muss kurz zu René wechseln, damit wir flüchten können. Ja, anders können wir nicht flüchten. Denke ich. Also ist. Die Wahrscheinlichkeit ist halt gering. Sehr effektiv natürlich, weil er unbedingt eine Feuerattacke einsetzen muss. Die bei unserem Finn nicht sehr effektiv wäre. Ich werde offscreen. Wie gesagt, zum Pokémon Center zurückrennen. Und auch ein paar Items kaufen, ein paar Tränke oder so, weil wir brauchen wieder was. Ich werde euch so ungefähr sagen, wie viel wir vorher hatten, wie viel wir danach hatten. Und Nichte wird nochmal eingesetzt, das ist an sich nicht schlimm. Aber mit René können wir jetzt nicht angreifen, wegen den Feuerattacken vor allen Dingen. Wir versuchen es mal mit Luke. Es ist zwar riskant, aber... Wir versuchen jetzt so viel Schaden wie möglich zu machen. Ja, sehr nice, sehr nice. Wir greifen als erstes an. Sehr schön, Luke. Sehr, sehr gut. Level 35 für Luke, das hat er sich verdient. Nein, nicht. What the fuck? Kurz vorm Level up. Ich möchte eigentlich noch zum Item, aber das werden wir im nächsten Part machen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich muss mich erstmal von diesem scheiß Kampf gegen diese scheiß Pipi erholen. Mann.